In der Todesfalle, ein Gedicht von Pauli B. Vorgetragen von Green World Facts TV. Der Mensch macht alles untertan, den Walfisch und den Auerhahn. Der große Alk längst ausgestorben, doch der Bison wird umworben. Die größte Gefahr für Bärentrauben waren einstmal Wandertauben. Mensch hat's den Ark gegeben, keine davon tun noch Leben. Wenn auch die Biologen werben, man beschleunigt sehr das Artensterben. Man zerstört viel Lebensraum, Fortschritt heißt der Menschentraum. Man benötigt große Autobahnen, vergisst Rebhuhn und Fasanen. Tourismus und der Flugverkehr steigern sich und boomen sehr. Mensch verroht, zeigt wenig Gefühle. Die Erde bringt eh Leben in Hülle und Fülle. Darum lasst uns doch das Leben genießen, solange noch die Blumen sprießen und überhaupt die Natur hat Kraft, sie immer wieder Wunderschaft. Mensch, genial, züchtet Lebensformen, etwas außerhalb der Normen. Und steigert leise die Evolution durch Happy-Gen-Manipulation. Wissenschaft und Großkonzerne übertreiben leider gerne. Man müsste ihnen die Flügel stutzen, was dort zählt, sind Profit und Nutzen. Zum Glück gibt es noch den Ozean, an den kommt bisschen Mensch nicht dran. Vielleicht nur kleine Fischeschwärme wandern Mensch bis ins Gedärme. Was manche Taucher nicht tut gefallen, sind die sterbenden Korallen. Dafür die Künstler gerne pinseln, so kunterbunte Plastikinseln. Doch der Hochseefischerei vergeht alsbald der Jubelschrei. Was tun, wenn bald die Meere leer? Macht Traumschiffreisen, bitte sehr. Ja, der Mensch naturverbunden, fügt Natur zu schlimme Wunden. Und die bösen Folgen sind vernetzt, was Homo sapiens entsetzt. Ja, der Mensch ist wahrscheinlich das größte Problem der Erde. Er zerstört alles, was ihm nicht in den Kram passt oder woraus sich Geld schlagen lässt. Ein wunderschönes Gedicht, welches Spezies Mensch ganz klar als Haupttäter hervorhebt. Also wirklich sehr cool. Ich freue mich auf das morgige Türchen und würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei sein würdet. Also abonniert, um nichts zu verpassen. Bis morgen.